Wenn du auch Probleme damit in Krunker hast, dass du die ganze Zeit laggst, random in irgendeine andere Richtung guckst und dadurch den Gegner nicht treffen kannst, dann habe ich die Lösung für dich. Ich werde euch mal zeigen, wie das aussieht. Letzten Samstag habe ich nämlich mit euch gelivestreamt und habe in Krunker die ganze Zeit gelaggt und ich wusste nicht, woran das liegt. Ich dachte, das liegt hier schon wieder so ein kleiner Lag. Ich dachte, das liegt einfach irgendwie daran, dass das ein Hosted Match war oder dass Victor in der Nähe ist oder so. Weil ich habe ja gestreamt, ich hatte keine Probleme mit meinem Internet. Ich habe einfach nur gelaggt. Und ich wusste nicht, woran das liegt. Und es ist zum... Es ist einfach zum Ausrasten. Du wirst die ganze Zeit, immer wenn ein Gegner kommt, guckst du irgendwo in eine andere Richtung und dann tötet er dich, weil du gar nicht mehr weißt, wo du bist. Natürlich habe ich jetzt diese Lags nicht mehr, aber ich werde euch jetzt mal zeigen, wie ihr diese Lags wieder loswerdet. Warte, dafür muss ich einmal kurz sterben. Ah, gut, danke, Bruder. So ein Ehrenmann. Dafür geht ihr einfach in die Settings. Und dann habt ihr hier bei Network unter General drei wichtige Einstellungen. Erstens, Lag Compensation sorgt dafür, dass eure Schüsse treffen, selbst wenn sie nicht getroffen haben. Sehr lustig. Das ist einfach, ja, Auto-Aim. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wenn ihr mit der Sniper schießt, während der Gegner an euch vorbeigelaufen ist, ihr kriegt einfach einen Headshot, obwohl ihr ihn gar nicht getroffen habt? Das ist diese Einstellung. Einfach immer auf 1 haben. So, Auto-Routing und High-Tick-Rate anmachen. Danach müsst ihr gleich das Spiel nochmal neu starten, damit es wirklich drin ist. Und ihr habt einfach keine Lags mehr. Beziehungsweise, dann werdet ihr immer noch laggen, wenn ihr schlechtes Internet habt. Das ist einfach so. Aber ich habe ja kein schlechtes Internet. Und ich denke, viele von euch haben auch nicht so schlechtes Internet. Das war ein Ehrenmann. Was macht er da? Ich werde jetzt einfach mal das Spiel neu starten. Blub. So, und wenn ihr jetzt noch Lags habt, dann liegt es wirklich daran, dass ihr irgendwelche Probleme mit dem Internet habt. Oh, fuck. Siehst du, seht ihr? Das ist einfach mein nicht vorhandener Skill. Ich kann die Waffe nicht wechseln. Wann kann ich dann endlich jetzt... Danke. Ich weiß nicht, wie man die Waffe wechselt in dem Spiel. Ich würde das immer mit Mausrad machen. Sollte man nicht tun. Noch ein Pro-Tipp von mir. Niemals mit Mausradwaffe wechseln. Drückt lieber E. Nicht wahr, Guest 2? Ihr solltet natürlich auch keine Spiele gerade runterladen. Und euer Internet sollte nicht so sehr exceeded sein. Aber... Mir hat das richtig geholfen. Ich habe vorher gezählt. Ich habe vorher ein Match gespielt. Yeah. Ich habe halt vorher ein Match gespielt in Krunker. Ich habe gezählt. Ich hatte in einer Minute und 10 Sekunden einfach 5 solche Lags. Dann habe ich die Setting angemacht. Ich hatte immer noch einen Lag. Aber erst in 2 Matches einen Lag. Was jetzt natürlich vorkommt, ist, dass die anderen Spieler laggen. Aber es ist besser, wenn die anderen Spieler laggen, als wenn ihr selbst laggt. Weil sonst lauft ihr irgendwo lang und auf einmal... Huah, wisst ihr nicht mehr, wo ihr seid. Und dafür ist ja auch diese Anti-Lag-Dingster-Bumster da. Oh, Bruder, der ist AFK. Den will ich nicht belästigen. Ey, ich dachte, du bist AFK. Ich wollte dich nicht belästigen. Ich wollte Ehre haben, aber er hatte keine Ehre. Fick dich. Oh Gott. Ich weiß nicht, was mit mir abgeht, aber egal. Ich spiele gerade auch, keine Ahnung, das 4. Mal Krunker seit irgendwie 2 Jahren. Da kommt's vor, dass man manchmal nicht trifft, ne? Da ist es auch gut, dass ich gerade ein paar Guests in der Lobby habe, die nicht treffen können. Seht ihr, diese Kills sind durch diese Lag Compensation drin. Aber so werdet ihr endlich die Lags los und ihr könnt endlich wieder Spaß in dem Spiel haben. Oh, warum hüpft der immer so hoch? Später Shotgun? Nee. Keine Ahnung, irgendwie komme ich immer noch nicht darauf klar, dass Guest 4 immer so hoch hüpft. Ich wette, der ist darüber gesprungen. Ich konnte mich echt nicht entscheiden, da waren 3 Gegner. Kommt schon, Leute. Kommt schon, geht mal nicht so hart mit mir. Das ist meine Leute, tötet mich nicht immer. Ich kann noch nichts dafür. Hallo? Ah, ich wollte schon wieder mit dem Mausrad dingsen. Das habe ich auch aus Battlefield. Wenn der erste Schuss mit der Sniper trifft, aber der Gegner nicht stirbt, dann hole ich immer die Pistole raus. Weil die reicht zum Finishen. Aber in Krunker, man kann so schnell mit der Sniper nachsetzen, eigentlich brauche ich das gar nicht tun. Ansonsten, wenn ihr immer noch das Problem habt, dass eure Maus so schnell hin und her flackert die ganze Zeit,
Louis hat mir gesagt, das kann auch mit der DPI eurer Maus zu tun haben. Ich habe keine Ahnung, was es damit zu tun haben soll. Aber generell in Shootern, auch wenn es cool ist, vor allem bei Konsolenspielen, eine hohe Sensitivität zu haben, damit man schnell flicken kann. Es ist gut, wenn man das relativ niedrig eingestellt hat, weil dann kann man es stabiler aimen. Naja, ich danke euch fürs Zusehen. Das war's mit dem Video. Ciao! Okay. Geil, wir haben aufgenommen. Wir haben aufgenommen.